Hallo alle zusammen, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich habe lange nichts von mir hören lassen, ich weiß, Schande über mein Haupt, aber ich hatte dafür einen ganz guten Grund und das werde ich euch so im Laufe des Videos mit erzählen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Video. Der Titel von dem Video ist ja Mommy Maker und ich zähle mich seit den letzten 3 Monaten auch dazu, denn ich bin Mutter geworden. Deswegen habe ich auch so lange nichts von mir hören lassen und ich habe eine kleine Tochter bekommen, die ist jetzt quasi 3 Monate und heute 3 Tage alt. Als Mutti hat man ja nicht wirklich viel Zeit, sich zu schminken, zumindest wenn die Kinder noch so klein sind. Und deswegen zeige ich euch heute mal ein schnelles Make-up, was ich jeden Tag, würde ich jetzt nicht behaupten, aber halt, wenn ich dann doch mal das Haus verlasse, so mache. Das ist eben einfach und schnell gemacht und ich glaube, ich brauche dafür so 5 bis maximal 10 Minuten. Los geht's mit der Foundation und da benutze ich sehr gerne zurzeit die Universal Fit Hydrating Foundation von Kiko Milano. Die nehme ich sehr gerne, weil die ist halt feuchtigkeitsspendend, so wie es der Name schon sagt. Und die trage ich ganz gerne auf, entweder mit einem Real Techniques Pinsel, das ist jetzt der Buffing Pinsel, oder ich nehme einfach meine Hände, verblende das richtig schön in die Haut ein, weil ihr seht ja, ich habe hier richtig dolle, ich glaube den letzten Schwangerschaftsmonat oder so ist das gekommen, dass ich so richtig dolle Ausschlag habe. Ich versuche schon alles Mögliche, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum, doch zum Arzt zu gehen. So, gebe mir davon etwas auf den Handrücken und nehme heute mal meine Hände und arbeite das halt in die Haut ein. Vorher habe ich mich natürlich schön eingecremt von Rituals mit einem SPF 30 Moisturizer. Ja, und mit den Händen lässt sich es halt am besten verteilen. Durch die Wärme der Haut meiner Hände kann ich das halt eben richtig schön in die Haut einarbeiten und das sitzt halt nicht ganz so extrem auf der Haut drauf. Mir ist es wichtig, dass die Haut relativ ebenmäßig aussieht und eigentlich, dass die Augenbrauen sitzen. So, das ist das, was mir an meinem Make-up so wichtig ist. Als nächstes kommt jetzt der Concealer dran. Das ist der Clarins Instant Concealer. Das ist die Farbe 01. Das ist der hellste. Da müsst ihr mal gucken, es gibt glaube ich bloß 3 Farben davon, was ich halt eben sehr schade finde. Und den gebe ich mir vor allem unter die Augen, nehme wieder dazu meine Hände und auf die roten Stellen. So, ihr seht, jetzt habe ich den Concealer überall aufgetragen. Den lasse ich meistens kurz ein paar Sekunden einwirken. Dann wird der ein bisschen nicht ganz so rutschig und dann arbeite ich den schön entweder mit dem Real Techniques Deluxe Grease Pinsel oder halt eben wie jetzt mit meinen Fingern in die Haut ein. So, als nächstes bringen wir wieder ein bisschen Farbe zurück ins Gesicht. Da benutze ich mein Konturpuder. Das ist von Luma. Das ist eigentlich ein Blush, der heißt Cuddle Me. Aber das ist halt so eine wunderschöne Konturfarbe, so finde ich. Der ist halt eben nicht orangestichig, wie ihr seht. Der ist halt so bräunlich-gräulich und den liebe ich einfach fürs Konturieren. Und da benutze ich entweder von zu Eva den Luxe Cheek Pinsel oder den Konturpinsel von Real Techniques. Ich werde den hier nehmen von Real Techniques heute mal und gebe das einfach so, ja, hier auf die Wangenknochen, also nicht auf die Wangenknochen, sondern auf die Wangenhöhle, keine Ahnung. Also einfach die Stellen, die halt geschmälert werden sollen. Und dann ziehe ich das noch durch den Hals runter, damit ich nicht so blass wirke. Und dann noch an den Schläfen entlang. Quasi in so ein 3. Wie so eine 3. Und da, wo es noch ein bisschen zu doll ist, geht man einfach mit dem Foundation-Pinsel nochmal lang. Und verblende so ein bisschen die Ecken. Als nächstes nehme ich den Blush. Das ist jetzt der NYX Blush, mein heißgeliebter Dusty Rose. Da verwende ich den Blush Brush von Real Techniques. Und gebe den bloß so leicht auf die Wangen. Die Apfelbäckchen. Als nächstes nehmen wir jetzt Puder. Das ist jetzt von Catrice, der Prime and Fine. Mattifying Powder Waterproof. Ich denke mal, der ist super für alle, die so leicht ölige Haut haben oder zumindest schnell, ja, schwitzen an der Stirn. Und ich nehme das jetzt wirklich bloß so ganz leicht unter den Augen, halt wo ich überall den Concealer aufgetragen habe. Und ein bisschen auf der Nase, das ist halt, und am Kinn.
Das ist wirklich bloß so ein bisschen den Concealer fixiert. So, dann machen wir jetzt Augenbrauen. Und da habe ich einmal den neuen Maybelline Brow Satin. Also quasi, ihr habt hier so einen Wachsstift. Seht ihr das? Und auf der anderen Seite habt ihr Puder. Bis jetzt benutze ich eigentlich bloß den Stift. Der ist soweit ganz gut. Und fülle damit meine Augenbrauen aus. Und gehe da ganz leicht drüber. Weil wir wollen sie ja nicht zu extrem haben. Und ich finde, die Farbe ist wunderschön. Das ist Dark Brown. Und dann gehe ich mit dem Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara in der Farbe Brownie Brows, die 02. Also das ist auf jeden Fall die dunklere Farbe. Es gibt nur zwei. Gehe ich jetzt hier ganz leicht drüber, um den angemalten so ein bisschen Textur zu geben. Also damit es halt eben ein bisschen natürlicher wirkt und nicht so nachgemalt. So, Augenbrauen sind fertig. Und jetzt kommen wir eigentlich noch zum allerletzten Schritt. Das sind die Augen. Und da benutze ich dann eigentlich nur noch Mascara. Und zwar zurzeit ganz gerne die Art Deco All-in-One Mascara. Manchmal mache ich mit einer Wimpernzange die Augen noch, die Wimpern, also nicht die Augen, sondern die Wimpern noch schön geschwungen. Das spare ich mir heute. Ich mache das immer so, wie ich Zeit habe, dass das Kind halt einfach, solange die ruhig ist, würde ich zum Beispiel auch noch mir Lidschatten auftragen. Aber halt, das sind so die Schritte, die ich auf jeden Fall gerne mache, um mich halt, wenn ich mich halt ein bisschen zurecht mache, um rauszugehen. Ich gehe aber auch mal manchmal ohne Make-up raus. Sehe dann zwar aus wie der wandelnde Tod, aber wenn man einfach keine Zeit hat, dann muss es halt eben so gehen. So, Mascara, wie gesagt, die All-in-One von Art Deco. Und da mache ich gerne bloß die oberen Wimpern und tue die dafür aber richtig schön extrem tuschen, dass die Wimpern so richtig schön rauskommen. So, die zweite Schicht. So, und dann noch zu allerletzt ein wenig Lipgloss oder Lip Smoother, also quasi sowas wie ein Lippenpflegestift, bloß halt mit Farbe, von Catrice, der Beautifying Lip Smoother in der Farbe 030 Cake Pop. Das ist ein schönes Rosa und den gebe ich mir dann so ein bisschen was auf die Lippen. Da wirken die auch nicht so trocken. So, und da haben wir es. Das ist mein Quick and Easy Mummy Make-up. Wie gesagt, dafür brauche ich so 5 bis 10 Minuten. Wenn ich noch Zeit habe, dann kommt entweder der jetzt zum Einsatz. Der war mal in einer Glossy Box, glaube ich, drin. Das ist der Sumita Beauty Champagne Eyeshadow Pencil. Ja, den schmiere ich mir dann einfach oben und unten schnell lang. Und mit dem Pinsel schnell ein bisschen die Ecken verblenden, fertig. Das gibt nochmal so einen leichten Pop of Color. Oder was ich auch sehr, sehr gern mache, das hatte ich erst gestern drauf. Das ist von MAC der Coffee Eye Pencil. Ihr seht, der ist schon sehr klein geworden. Der ist well loved, sage ich jetzt mal. Und den gebe ich einmal unten bis zur Hälfte vom Auge oder bis drei Viertel. Verblende das dann schön, dass es so ein bisschen so einen leichten Smoky-Effekt gibt. Und dann noch oben am Wimpernkranz lang ebenfalls verblenden. Und man sieht einfach top gestylt aus, finde ich. Und ohne viel Tamtam. Und ansonsten war es das mit dem Make-up-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch schon Mami seid und mir irgendwelche Tipps geben könnt, die man so mit einem 3 Monate alten Baby, was man noch machen sollte oder auf was man achten sollte oder. Oder ihr habt vielleicht auch dieses Ausschlagproblem gehabt nach der Schwangerschaft oder vielleicht jetzt und ihr habt irgendeinen Tipp für mich. Wie gesagt, Zinksalbe habe ich auch schon probiert. Hilft nur bedingt, deswegen denke ich mal, muss ich einfach zum Arzt. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, dann rein damit in die Kommentare. Ich lese die sehr gerne. Ich werde euch übrigens auch alle Produkte, die ich verwendet habe, unten in die Infobox schreiben. Also wenn ihr irgendwas davon wissen wollt, nochmal ganz genau. Ich habe außerdem noch einen Blogpost verfasst. Der wird die nächsten Tage mit online gehen. Da habe ich nochmal alles über meine Schwangerschaft, über die Geburt und über die ersten Monate mit Baby, also wie der Alltag so läuft, so ein bisschen drüber geschrieben, um einfach euch zu zeigen, so schlimm ist es gar nicht oder halt doch. Je nachdem. Und den würde ich, wenn der dann online ist, auch mit unten in die Infobox verlinken. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Hallo Leute, willkommen zurück auf The Beauty Addiction.
Als erstes mal Entschuldigung, dass ich so lange nichts habe von mir hören lassen, außer auf Instagram, Twitter und Facebook. Aber halt hier auf YouTube war ich jetzt fast 3 oder 4 Monate abwesend. Das hatte einige Gründe.